Weg. Medi gefunden, ich lass das mal da. Ja, laut. Ah. Das ist vom Junge. 100% eine Ladung. Oh mein Gott, ey, schlagt mal auf den Boden. Ihr hört richtig, wie das schallt. Boah. Ich muss wahrscheinlich hier so Medipack. Ich lasse es mal alles noch liegen. Ja, ich lasse auch noch alles liegen. Oh, die Pflanzen sehen schön aus. Alter, hat das Ding denn Hardcore wie hier, Alter. 61A sind wir, okay? Hm. Hier geht's nach D. Hier hinten geht's nach... anders. Oh, die Leitern haben sie auch angepasst. Die Tür gefällt mir überhaupt nicht. Oder was ist auch mal Salze? Oh Gott, ich glaube, ich höre unsere Kollegen. Sieht aus wie eine Hundehütte. Ich höre unsere Kollegen bereits hinter der Wand. Alter, das hört sich richtig eklig an, wenn ihr hier oben seid. Zone bis Zone 64. Hm. Hörst du das? Oh, Leitern sind auch etwas anders. Ja. In dem Sinne. Hörst du dieses komische Klibbern nicht? Oh, doch, jetzt hier hinter der Tür, ja. Ja, genau. Also auf jeden Fall mit den Pflanzen finde ich richtig geil. So urig und so müllig. Boah, finde ich gut. Gut, ich würde gerne noch weitergehen. Da hinten geht's noch weiter. Irgendwann anfangen, ohne Tür anzufassen. Oh, oh, schön. Ja, okay. 61B. Alter, mach ich mal die Tür an. Die schön, Map gleich die, vollständig kaschieren. Ich finde schön, dass sie die Schilder weggemacht haben, dass es bloß noch die Zone aussieht wie Torfischbrüt. Ja. Ich kartiere mal den ersten Raum schnell. Interessant, einfach nur so ein Transportbuggy. Versorgungstruck. Moment. Pick up Warden Artifact Bolt. Was für Zeug? Pick up Warden Artifact Bolt. Man hört's knistern. Das ist eine Kategorie. Das ist eine von drei Kategorien. Das sieht zwar aus wie ein Stück Scheiße, aber ja. Das ist ein Kristall. Könnt ihr das aufnehmen? Sieht ja aus wie ein Wurm. Ja. Irgendjemand hat es aufgenommen, klar. Hast du jetzt irgendeinen Slot belegt? Die Information war wieder weg. Ich hab's nur aufgenommen. Ich hab was gelesen mit Booster 0.1.00 habe ich gelesen. Danach war es weg. Übrigens, unter eurem Tool habt ihr jetzt einen Indicator, ob eure Taschenlampe an oder aus. So oder 9. Ja. Ah, guck mal. Oh, ich sehe Slippers. Da hängen ganz schön viele. Ui, da geht's aber runter, ey. Hallo, Ballo. Kannst du weghauen, der ist safe. So, jetzt will ich aber wissen. Scheint nichts zu bewirken. Vielleicht sind sie noch nicht ausgereift, weißt du, wie ich meine? Oder sie müssen erst aktiv werden. Wenn hier irgendwas aktiv wird, dass hier richtig Party ist. Du meinst, dass da Gegner rausschlüpfen? Das wäre jetzt meine Vermutung. Ich sind voll unter uns jede Menge, ne? Ich hab fast so, wenn hier was triggert, dass die dann aufgehen und dich auch von oben schlagen oder wegziehen. Die sind inaktiv, wie alle. Oh, das ist interessant. Stell dich dazwischen, Nadri. Okay, geht. Ich sync einmal. Das funktioniert auch noch.
3, 2, 1, charge. Und hält. Unten geht's rechts runter, es geht links weiter nach hinten. Ich denke mal, zu der kleinen Tür wird's dort hinten in Richtung gehen. Also ja. Die sind definitiv inaktiv. Ich kann da sogar, ich kann laufen und springen. Ich denke mal, es wird welche geben, die sind reif und welche, die sind nicht reif. Ey, der Raum ist riesig. Guck, Alter, guck mal bei mir an die Decke. Das ist ja riesig. Idiot. Okay, das wird das ein bisschen komplizierter machen. Es gibt jetzt auch Schächte, die unterirdisch laufen. Ich habe eine Tür gefunden. So ein ganzes Areal hier unten drunter. Ja, ja. Da geht's noch weiter. Das Ding wird jetzt mehrschichtig. Der hat ja gesagt, es wird jetzt eine vertikale Spielweise mit eingefügt. Ich bin komplett woanders. Ich komme erstmal zu euch wieder zurück. Alter, das sieht ja geil aus. Heftig. Cloud, wo bist du denn schon wieder? Du bist ja schon wieder im komplett neuen Bereich. Ich dachte, ja, wir cleanen erstmal. Ja, ja, deswegen sage ich ja, ich komme jetzt wieder zurück. Hier hinten geht's zu 191. Wir haben 4. Spektral, nimmst du den kleinen dann vor dir? Drei, zwei, eins, charge. Und hit. Nein. Knapp da. Macht ruhig. Out. Lasst nichts anbrennen. Nö, nö, machen wir nicht. Das war jetzt komplett clear. Das war... Jetzt ist ja, dass du diese komischen Artefakte schnell übersehen kannst. Machst du schon. Halt brüchtig, die da rumliegen. Ja, gut. Du, ich genieße erstmal das Objekt, weil wenn du mal auch mal hochguckst, so... Ey, das ist einfach wunderschön. Ah, hier sehen wir sogar einer der Floodgates. Von den Bildern. Schön. Okay, also das ist jetzt hier jetzt der Start. Hier ja. Unten. Okay. Die Dinger an der Decke, die kommen jetzt schon auf den Sack. Ich weiß noch gar nicht, was die der Zweck von denen ist. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt wissen will. Ha, glaub mir, früher oder später werden wir es noch rauskriegen. Ja, der Rückweg wird nicht so einfach. Das heißt, du musst dich dann auch, denke ich mal, zurechtfinden, wenn die aktiv sind. Ja, man kann nicht meckern, das ist echt geil. Ah, Umgebung. Ich bin hier in dem Raum bin ich gewesen. Hier bin ich einmal rum. Ey, kannst du echt schnell die Orientierung verlieren. Ja, das ist aber bei neuen Maps. Glaub mir, wenn jetzt du das ein paar hundert Mal gespielt hast. Ja, die Umgebung ist echt geil gemacht. Oh, ich kategorisiere gleich mal nebenbei, dass wir alles frei haben. Rein optisch ist es jetzt schon der beste Wandert von allen vier. Ja, gut. Nicht mehr so eintönig, ne? Ja. Oh, da hinten geht's weiter. Hier ist auch noch eine Tür hier. Hier hinten die hier, die mach ich mal auf. Ach, das ist hier okay. Die untere Ebene. Check. Pflanzen, ich mag sowas. Die Pflanzen haben sich ausgebreitet nach einer gewissen Zeit. Gut, sollte also glaube ich alles. Wär mir erstmal, dass wir gucken, dass wir diese Zone komplett kartografieren. Was mir gerade sehr wichtig wäre, ist, mich würde mal Hardcore interessieren, wo ist das Terminal? Das hätte mich jetzt spontan auch interessiert. Weil das würde uns jetzt nämlich einen Einblick geben, was ist hier nämlich so für spezielle. Ach du Kacke, ach du heilige Kacke. Ja, da hinten bin ich ja rumgekommen, da bin ich lang gekommen. Durch diesen düsteren Gang. Dann kann ich gleich mal kategorisieren. Sicherheitstür gefunden. Na gut, wenn in der Zeit, wo ihr das habt, mache ich, decke ich die Karte weiter auf. Wollt ihr. Ach so, ihr seid guck mal, ich bin im Blumengeschäft.
Ja, es gibt auch Blumen, offensichtlich in dem Teil. Door in Emergency Lockdown. Da 64 zu 65. Ja, ich kann Blumen kaufen? Wolle, 5 Mark. 5 Mark. Interessant. Ich hab Glowsticks gefunden. Schön. Welche Farbe? Einfach nur Glowsticks? Gut, Gott sei Dank. Door in the emergency lockdown, unable to operate. Das wird schon mal wieder nicht so lustig werden, weil das klingt nach einem, nee, nach Perma-Alarm. Situation oder Perma-Alarm. Abwarten. Ganz quatschen. Gesperrt die Tür. Nee, nein, das geht da auch. Was mich etwas verwirrt ist, dass du hier keine, du hast hier kein Trennband zwischen. Ja, das ist zwar nicht aufgedeckt, weil Wand, aber hier ist. Ja, ich denke mal, das geht hier weiter. Geht's weiter. Hier hinten geht's gar nicht weiter. Oh, was haben wir denn hier? Ah, ne, kennen wir schon aus der anderen Run. Okay. Gut, hier hinten scheint es nicht weiter zu gehen. Ich würde vorschlagen, hinten zur anderen Tür zu gehen, wo wir noch nicht waren. Wenn du über die Pflanze läufst, macht sogar Pitch-Patsch. Das finde ich gut. Also wir haben hier Bereich A, Cloud. C, D, B, D. Hier geht's nach E. Ja, so rein mit der F. Und zur Zone 62 geht's ja auch. Mit der Optik und dem Map-Aufbau, da haben sie sich selber übertroffen. Ja. Kann losgehen. Okay, Achtung. 4 Stück. Terminal gefunden. Let them sleep. So we don't have to fight them. Ich sehe bis jetzt nur 2 weitere Gegner. Rechts hinten, aber die 4 können wir machen. Drei, zwei, eins, charge. 3, 2, 1, hit. Stimmt. Nein! Aha, jetzt habe ich nicht weitergelesen. Okay, du kannst draufhauen, aber es passiert nichts. Also wir haben auf jeden Fall Pflanzen in dem Rundown. Die sind unter Security gelistet. Und... Hä? Warum machst du jetzt das Doppelspektral? Ah, du willst rausfinden mit R, okay. Das ist vielleicht der einzige Befehl, den habe ich überhaupt interessiert. Nein. So, Moment, oder? Bevor wir irgendwas machen, hier sind noch Gegner. Haben es immer noch nicht geändert. Nee, leider nicht. Dann lass weitermachen. Lass uns das erstmal hier clearen. Wenigstens den Raum. Drei. Auf. Vorsicht. Die werden tatsächlich nicht wach. Okay. Ja, ich denke mal, die sind unausgereift. Die sehen sehr unausgereift aus. Dann wird das der Rückweg sein. Ja, ich bin immer noch total begeistert. Ich bin immer... Momentan sieht kein Raum aus wie der andere. Ja. Das ist... Dass man es gar nicht so sieht. Ist das ein abgetrennter? Das ist G? Nee, ist komplett alles 1. Ja, ist aber irrelevant, weil das kein Rahmenscan bis jetzt ist. Was passiert denn da? Wie kann man da finden, was eigentlich raus, wenn die Bereiche auf den Ebenen verteilt sind? Ist ja, das habe ich eben schon überlegt. Gegner. Ist alleine. Ich gehe rechts lang. Das ist mir im Moment noch viel zu einfach gerade. Er ist A1, erwarte nicht. So. Trotzdem nichts. Kriegen schon genug auf die Früher, genug auf die Phase, keine Ahnung. Oh ja, Cloud, fällt dir was auf? Wenn du mal nach oben guckst, fällt dir was auf? Oh. Raum ist wach. Ich habe den Bucket Key gefunden. Oh,
zweites Terminal gefunden. Ja. Hier geht's noch weiter, hier geht's ja noch weiter. Lockmelder. Ach, du hast wieder Prozent. Achtung Cloud, nicht runterfallen. Hier geht's tief runter. Laufen noch mehr. Scheinen aber getrennte Zonen zu sein. Aber es muss irgendwo ein Durch. Ja. Aber es muss irgendwo ein Durchgang sein. Oh, hier geht's nach oben. Unter der Treppe vielleicht. Glaub, Spektral, wenn du dir das anguckst, sieht das nicht aus wie das Material, was wir in D2 und so auch gehabt haben? Dieses Gelbe? Mhm. Aber eine Sache. Ja, aber dann bleibt natürlich die Frage, ist das hier hinten ein Aus... Also, so wie das hier aussieht, ist das ja... Ja, Licht. Aber dahinter ist Wand, also das würde also keinen Sinn machen. Diese Dinger hier, die passen überhaupt gar nicht zum Bild gerade. Roy, guck mal, wie das aussieht. Das passt hier gar nicht rein, dieses Ding. Sieht auch aus wie ein riesengroßer Schrank, den man zumachen kann. Wo habt ihr den Generator gesehen? Ich hab den auch nirgendwo gesehen, nur an der Türe stand 694. Ach so, nee, gut, du hast nicht den Generator gefunden, du hast die Tür gefunden, weil wo drauf steht, welchen Generator wir brauchen. Okay. Das verstehe ich nicht, wo ist denn das? Oh, hier in der Mitte geht's ja runter. Scheiße, geht das hier tief runter. Ach du Heilige. Hä? Was war denn das gerade? Ich habe den Generator gefunden, 698. Der ist unten. 698 brauchen wir nicht, 694. Ach, Entschuldigung, 694, oder? 694, ja. Bringen wir die Zelle runter. Ja. Ach, hier! Kommt ihr bitte mal wieder zurück? Wieso? Kommt ihr bitte... Hab ich jetzt eine Halluzination? Komm, Spectral, komm mal wieder. Ja, wir kommen ja schon. Wo bist du? Scheiße, das ist die Leiter. Ja, in die Richtung links, rechts, links rum. Da außen rum, Security-Tür. Komm mal bitte zu mir. Hab ich jetzt hier irgendwas verpasst? Das meinen Sie also mit der Rückweg wird nicht mehr so leicht. Die Dinger dann plötzlich wieder dastehen. Ist das jetzt eigentlich was ernst? Oh nee, das wird übel. Das wird sau übel. Ach du heilige K. Ja, alle Gegner sind wieder da. Das ist jetzt echt heftig. Kann ich, wo ihr lang gegangen seid? Schwer ist die Map hier. Kann sagen. Ja, komm. Lass uns mal durch die Security-Zone gehen. Und dann möchte ich noch mal sehen, ob die jedes Mal spawnen. Kann ich mir nicht. Das würde ja. Hier hoch, hier oben. Kategorie 4 mal weiter. Soweit wie ich noch kann. Gut, damit habe ich dich fertig. Ich denke mal, die werden ein Zeitlimit haben. Die Frage ist, wenn du jetzt hier lange noch stehen bleibst, ob die auch hier drin spawnen. Ja. Nee, ich denke mal, das wird ähnlich wie beim Spawn-System sein, dass erst sogar eine gewisse Zone weg sein muss, bevor die nachspawnen und auch erst nach einer gewissen Zeit. Ja, das muss ich mal ausprobieren. Ich werde jetzt die Viecher weg. Den ersten Raum killen, dann werde ich mich da alleine mal reinstellen und gucken, was passiert. Gut, ich gehe mal in die nächste, ich gehe hinten wieder zurück in die Zone, ich will noch zu Ende kategorisieren, das ist mir noch dunkel da hinten.
so hin. Und vor allem, du hast richtige Soundeffekte in dem Spiel jetzt. Ey, du hörst die ganze Zeit, wie es mal ploppen tut. Und. Das ist richtig geil. Drin kannst du echt Runden rennen. Hier unten kannst du echt Runden rennen, wie ein Bekloppter, ey. Hast du wenigstens eine Beschäftigung? Ja, wir müssen hier auf jeden Fall rein. Also mach schon auf jeden Fall schon mal richtig. Ich würde trotzdem gerne noch in die anderen Zonen, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja, du kannst doch schon mal die. Das ist der Raum aus C3. Bloß umgeformt. Beziehungsweise aus den damaligen Rundown 1 des DBBB1. Hier hast ja wieder diese eckige Form hier unten. Ich finde das voll Loch hier. Ja, da unten geht's runter. Da unten ist der Generator. Du bist halt blöd, wenn du hier runterfällst. Ja, wenn du da runterfällst, bist du mal. Ach du Scheiße, hier musst du echt aufpassen. Heftig. Da geht's richtig runter. So. Oh nein, bitte sag mal, ich guck da lecker drauf. Ach, hier ist diese komische Ding hier. Hier ist es aber zu. So, die Map ist bei mir jetzt soweit erstmal aufgedeckt, bis auf der Scheiß hier hinten. Ich meine, so. Die Zelle in den Generator machen, nur mal sehen, was das für eine Tür ist. Das wird die Tür hinten sein. Ist noch irgendein ein anderer Zugang hier? Nein, nur bis jetzt nur der hier vorne. Ich denke mal, das wird ein Sicherheitsalarm sein. Ist das dein Generator für die Tür? Ja, ist er. Wenn sie 694 ist, dann ja. Ich bestrom mal. Jo. Warning, Klasse 2 Alarm detected. Donnerstag Alarm. Ja, da machen wir im Moment noch gar nichts, weil wir die Zone noch clearen müssen, bitte. Ja, hinten fehlen nämlich uns noch ein paar Zonen, voraussichtlich. Ich habe den Bucket Key, wie gesagt, vorhin bereits gefunden. Wie ist das heißt, eigentlich nur dieses Spawn, wie ist eigentlich das Quest gemeint? Ich weiß zwar, dass wir den Computer finden müssen, aber find a way to lift the lockdown. Ja, das ist halt so eine Geschichte. Das klingt halt echt nach einem Perma-Alarm. Naja, um den Lockdown aufzuheben. Finde das Terminal 356, um den Lockdown aufzuheben. Das heißt, du öffnest dir irgendetwas. Ja, toll. Ja, die Tür hier hinten. Ist doch klar. Die ist im Lockdown hier hinten. Ja, genau. Das ist die in Vers 64, 65 war das. Ja, bin ich der Meinung. Das war die hinten. Die ist ja im Lockdown. Aufgrund des Lockdowns nicht öffnerbar. So, also, wenn ich das Spawn-Regel technisch sehe. Hier. Rein. Bin drin. Nee, Mela. Gut. Nee, Mela. So. Mela ist draußen. Dann kann hier Spectral gleich nochmal eine Mine setzen. Mine hab ich. Oder du? Kannst du die mal nicht direkt an den Türrahmen? Kannst du die hier irgendwo an dieses Ding hier dran machen? Wisst ihr mal, was der Raum hier richtig geil ist? Oh Gott, bitte. Bitte keine Shooter sammeln. Für Shooter wäre das echt ideal. Nö, ich hab die Ding ist absolut. Oh nein, Cyber Sentry. Oh, ja, wie geil ist das denn? Oh Gott. Ich würde persönlicherweise Seafoam. Seafoam und dann mal schauen. Okay, wir sind auch rein. Okay, 50 Meter, die schießt ja wirklich, hier kannst du wirklich die volle Distanz ausreizen. Wie viele Meter hast denn du? Wo sind 50 Meter? Na, hier, wo ich stehe, sind 50 Meter. Achso. Also, ey, 4 Stück in jeder Richtung, Halleluja. Ja, dann Seafoam uncloud, würde ich sagen. 4 Bubbles. Meinst du, das reicht erstmal? Ja, mach so richtig schön das Ding. Warte mal, spinn ich oder? Oh, zwar hat's Cloud, warte mal kurz. Ey, Cloud, Spektral, ist dir was aufgefallen am Seafoam? Welcher Seafoam? Nee, wir haben nur einen Seafoam Launcher. Komm mal her. Guck dir mal das an. Der sieht anders aus. Nee, der sah schon immer so aus. Nee, das in der Mitte ist definitiv kleiner. Definitiv. Der hatte davor einen riesen Behälter, der hat jetzt einen super kleinen. Egal, Cloud, spritz mal ruhig rauf, Sekunde, wir gucken uns nur dann den Seafoam an. Was steht denn besonderes an den Minen dran, an Minen Mine Deployer? Gar nichts. Hat sich jetzt nichts geändert. Ist das gleiche wie davor. Wieder 10 Meter. Nur den Durchmesser, was müssen wir testen. Geht zur Tür zurück. Kann es sein, dass die Dinger langsamer fliegen?
Cloud, geh mal weit weg und probier das mal wieder aus. Nee, ist genauso schnell. Oh, würde ich nicht unbedingt unterstützen. Ich würde das schon so lassen. Ja. Kannst du die Auto-Turret mal aufheben, weil wir haben nur einen Zweier-Alarm. Dann lassen wir das mal so. Aber der Seaform sieht so... Pass auf, dass er hier nirgendwo runterfliegt. Naja. Das größte Problem an der Sache, ja. Ja. Ich schwöre dir, wenn dieser Scan dort hinten rein. Aber wenn die Scans runter zur Batterie gehen. Jeder ein. Letzte. Einer geht natürlich runter. Kannst du nicht so einfach. Es ist spannend. Tür ist unlocked. Wir können jetzt die Waffen austesten. Da kommt ein großer. Muss nachladen. So, nur so als Info, die Hellwife ist bei Einzelgegner sinnlos. Ja, die hat Overpenetration, ja, ich hab's auch gesehen, ich will's aber ausprobieren für mich. Die wird erst effektiv, wenn mehrere Gegner hintereinander stehen. Mhm. Okay, Achtung, also Tür ist auf. Die Türen sind weiterhin Entities, ja? Da kannst du weiterhin gegenschießen. Wir haben den gleichen Raum wie vorhin. Da wurde das zweite Terminal gefunden haben. Der Aufgang ist hier auch geil mit so einer schrägen, nicht keine Treppen, sondern einfach nur so ein schrägen halt. Mhm. Ja, ist der gleiche Raum wie vorhin. Das sieht nicht geil aus hier. Ja. Das war Müll, aber ja. Threshold. Hier. Vor allem die haben mit Absicht, ich habe das Gefühl, die haben mit Absicht das größer gemacht, also die Höhenunterschiede, dass du nicht mehr so überall so oft runterspringen kannst. Wahrscheinlich, ja. Das ist weil, jedes Mal, du holst ja jedes Mal Damage. Ja, und zwar massiv, wir reden hier von 25. Oh, Tür gefunden. Ammo. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ne. Alter, ey, das sieht aus wie so ein riesiges Regal, oder Spektrum? Spektral? Mhm. Guck mal, das sieht aus wie ein riesiges Regal. Ja, stell dich mal rein, ich mach die Tür zu. Okay. Ja, dass das auch nach oben und unten fährt, also es passt noch gar nicht hier so ins Bild. Das hier Ding. Halt, da bin ich am geilsten. Die Karte, du meinst, dass sie dreimal, warte mal kurz. Eins, ich zwei, dreimal bis jetzt schon wieder verwendet wurde? Ich bin 3, ja. Ja, das hier oben. Guck. Das habe ich vorhin schon in dem anderen gesehen, diese Wabentechnik. Sieht echt geil aus. Das hatte Natri in dem anderen Bereich schon gezeigt. Ja, da, wie sagt das? Also, hier hinten geht's weiter, hier hinten scheint ein größeres Areal zu sein. Ich denke mal, das wird das gleiche sein wie vorhin. Führt in Zone D. Ja, ich habe den Blumenladen wieder gefunden. Die haben zu viel hohe Distanzen, also gerade bei so einer Map hier. Dadurch, dass die Viecher schneller sind als du. Ja. Es wird echt schwer wegzurennen und runter springt ganz nirgends, ohne Damage zu kriegen. Ja, guck mal. Diese Tür hier, ja? Das Ding ist komplett offen. Es ist entriegelt. Hier hast du diese Klemmen, Krallen und das haben sie einfach bloß aufgeklappt. Ist auf der anderen Seite auch so beim Eingang. Egal, weiter. Es gibt nur einen Comment und der sagt auch nicht viel aus. Er sagt lediglich, dass der Lockdown geliftet wird, wenn das aber für eingegangen wird. Dann warte mal noch. Ich mach noch eins, ich will noch weiter aufdecken. Achso, wir sind ja 63. Ja. Da gibt's zumindest wieder sehr viele Wallpaper-Szenarios. Ich wollte sagen, Spektral, willst du hier nicht mal die Pflanzen oder so mal, screenshotten? Ich meine, du hast doch bestimmt dein Nvidia mit an. Kannst du die doch bestimmt sicher mal kurz screenshotten. Aber gut. Ah, okay. Mach ich mal, wenn ich Bock hab. Alles zu seiner Zeit. Ja, gucke, das ist wieder genau derselbe Riesenraum, wo wir den Scan eben gemacht haben. Bloß etwas umgebaut. Ja, und vor allem in der Mitte hast du ein Plateau. Ja,
Ja, schon hast du ein neues Areal. Also du hättest... Konntest du durch geschlossene Türen schießen? Ja, wie gesagt, ihr müsst das machen, weil bei mir sind 3 bis 4 Gegner permanent rot. Kann nichts machen. Na, gehst du jetzt rein oder gehst du jetzt nicht rein? Ich kann nicht. 3 bis 4 Gegner sind bei mir permanent rot. Du musst aber draußen stehen bleiben. Ja, natürlich. Ich würde sagen, dann bleib bitte draußen. Ich würde dann reingehen. Ja, klar. Ich kann auch weiter das bereit erklärt für. Würde es gern, aber nicht mit denen. So. Was? Ich sehe das ja wahrscheinlich die ganze Zeit ohne Filter. Aber der hat auch, der läuft nur von links nach rechts, ne? Der hat nur diese 2 Positionen. Sleepers here. Funktioniert auch noch mit dem Kopf. Sicht schlagen möchte. Ja, auf Kopf. Hi, Dude. Okay, scheint nur zusätzlicher Raum zu sein bis jetzt. Oh, die Trucks können auch oft geöffnet sein. Das Gehänge ist noch so geblieben. Ich habe ein Tool gefunden hier. Das ist ein 2er. Kann ich mitnehmen. So, jetzt kommt es drauf an, ob hier irgendwo die Gegner denn sind. Na, hier war ja bisher. Hier vorne waren sie ja. Sie spawnen aber nicht. Die sind exakt da nachgespawnt, wo sie waren. Das finde ich nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht gut. Die Frage ist jetzt. Hat das mit den Kokons zu tun oder gibt es auch große Kokons, damit auch große Gegner nachspawnen? Oh, ey, Leute. Töten bitte die Gegner. Leute, schaut mal. Ja, sehe ich. Was ist das? Ja, aber das war davon nicht hier. Nicht sagen, dass die nachspawnen, das sind diese Dinger hier an der Decke. Ich wollte vorhin schon sagen, dass die Dinger aussehen wie Sleeper. Die nachschlüpfen, meinst du? Genau. Das sind ja halt auf dem, man sieht sie auch auf dem Fußboden. Die Dinger scheinen ja auf zu platzen und da liegt der Rest unten auf dem Fußboden. Ah, Kacke. Alter. Schon, ja, ich weiß, was du meinst mit dem links-rechts. Meinst du den Haufen hier, oder was? Ja. Ja, gut, genau. Es sieht aus, als ob da, ja. Ja, aber du passt. Das würde bedeuten, überall, wo die Dinger an der Decke sind, spawnen unsere Verwandten wieder. Dass die Viecher rumstehen.
Das muss jetzt ja quasi dir auch noch merken, in welchen Räumen diese Dinger an der Decke sind. Frage ist, ist das zufällig generiert? Oh, hier auch, hier auch. Ja, das sind auch die Dinger an der Decke. Da wo keine sind, da sind auch keine Gegner. Faszinierend. Die Frage ist, ist das zufällig generiert oder ist das festgesetzt? Ich habe die Bunkertür gefunden. Die Tür ist automatisch aufgegangen. Würde aber bedeuten, dass das Killen keinen Sinn macht. Nicht unbedingt. Sobald du den Raum wieder verlässt, ist wieder alles voll. Hm, ungefähr. Du musst halt nur aufpassen, dass du ja beim Zurückrennen oder beim Kiten oder was, dass du nicht in solche Räume reinrennst. Wie gesagt, ich habe die Biker-Tür gefunden, nach Extreme, wenn ich das richtig gesehen habe. Kann einer mal bitte diese Tür hier hinten schließen? Die hier. Spectral, die gleich neben dir. Ja, theoretisch müsstest du jetzt gucken, dass in jedem Raum, wo die Dinger an der Decke sind, die Türen generell zulässt. Ja. Mit der nicht da rein. Wer ist Tür zu? Vorsicht. Also hier diese, jetzt zum Beispiel. Genau, diese Tür war jetzt offen, ja? Die ist sofort aufgesprungen. Ja, deswegen, die war offen, die brauchte ich nicht öffnen. Deswegen haben die das so als Gefahren bezeichnet im Moment. Hier liegt ein Anzug rum. Sieht nicht gut aus, Junge. Ich hoffe, das ist nicht wirklich in einem Verhältnis 1 zu 10.000. Was? Naja, schau mal, wir machen immer 0,100. Die Frage ist, ob bei 1 was passiert oder ob bei 100 es passiert, weil es sieht halt aus nach 100%. Okay, das ist extrem. Yep. Wir müssten auf jeden Fall mal durchlisten, was die Zone 191 bis 194 hat. Pflanzen. Wenn wir die Pflanzen haben, das wäre ja auch spannend. Ne? Pflanzend. Da sind die Pflanzen auf jeden Fall drin. Ja, wie gesagt, eine Stunde habe ich noch Zeit und dann bin ich weg. Muss schon sagen, wenn du was vorhast. Das ist sehr voll. Ja. Aber wir sind auch noch. Kannst du mit Natri die beiden Gegner noch wegmachen? Wir haben in der Zone 2 Sicherheitstüren. Ammo Tool, Medi und der Bike hat DC ist ja auch irgendwo. Mach dir mal bitte die beiden Gegner rein. Würde ich gerne, wenn ich geleuchtet werden würde. Bin dran. Moment kurz. Moment. Jetzt könnt ihr. 3, 2, 1. Mach's. Habt ihr mal in die Decke geguckt? Die Gegner stehen hier nachher alle wieder. Die wollen dich wahrscheinlich zum Durchschleichen animieren. Du kannst dir das Risiko eingehen und alle wegmachen und in dem Wissen, dass alles wieder dasteht, dass du das Leiste einfach durch den Raum durchmachst, die Tür wieder zu. Finde ich faszinierend. Naja, ich sag mal so, das ist faszinierend. Das Problem ist, wir spielen mal ein bisschen an den Gedanken, stell dir mal E1 vor mit der Funktion. Ja, aber momentan musst du ja versuchen, das Risiko zu minimieren. Ja, das stimmt. Du weißt, im Raum, die stehen wieder dann wieder da brauchst du nicht killen. Und kannst du stehen lassen. Ach, doch nicht synchronisieren, ne? Weil gerade bei so einem Haufen ist das Risiko viel zu hoch, dass du hier auf der Fresse kriegst. Was war das? Was denn? Ja, oben. Irgend sowas wie eine Dose auf der Treppe oder an der. Ja, da, jetzt da. Guck mal an der Treppe oben. Ach nee, ist ein Sleeperkopf. Das ist ein Sleeperkopf. Sieht merkwürdig aus. Das war Cloud kriegt schon Hallo. Nein, das sieht von mir aus echt merkwürdig aus, wenn auf einmal sowas hin und her rutschen. Du siehst das. Ja, gut, wollen wir wegreißen oder wollen wir es schleichen? Dann machen wir nur hier ein paar weg, sodass wir drum rumlaufen können. Vorerst. Kommst du so drüber? Kommst du so durch? So. Kannst du nicht bewegen, so viel, wie herumzappelt. Ich habe auch das Gefühl, dass das Synchronisieren jetzt schlechter geworden ist. Ups. Oh, das war zu viel. Raum ist wach.
Meiner lebt noch. Ja, genau das meine ich mit dem ewigen Rumzappeln. Hm, aber er ist gesprungen. Ah, ich habe das Bulkhead-Hub gefunden. Ja, aber irgendein Idiot da einen Fehler macht. Oh. Die Artefakte unterscheiden sich auch voneinander. Cool gefunden. Da unterscheiden die sich voneinander. Es gibt drei Kategorien. Ja, ich habe unten auch einen Durchgang. Aber merkst du mal, wenn du Level einfach nur durchrennst, dann findest du auch keine Artefakte. Ja, diesmal hat sogar das Ding ein eigenes Symbol. Was? Zumindest ist es nicht mehr grün. Das Ding hier. Ah, das Biker-Terminal. Gut. Mach ich doch. Da die eigentlich noch Decke sind, sind die Räume so gut wie leer. Na gut, wir hatten aber vorher noch Räume, wo ganz viel an der Decke war und gar keine Gegner drin sind. Ammo gefunden. Ich nehme das mal für mich. Okay, der Exit Point ist ziemlich nah. Security Tür 65 ist ein Class 3 Cluster. Ich würde aber trotzdem gern wissen, wie es mit Extreme aussieht. Können wir auch gerne machen. Ich denke mal, es wird wieder das gleiche sein wie OSIPs oder so, um welche Proben sammeln, weil das sind, wenn du die Teile queries, sind das Samples, also Proben. Sowas wie ein DNR-Sample. Oben am Extract, sage ich mal, da haben wir ein Medipack, ein Dreier. So, das ist hier oben. Okay. Hier ist noch eine Truppe. Gut. Ja, ich würde den Bucket Key jetzt reinstecken. Mach mal. Steht ja nur Extreme dran. Ja. Wenn du die Form anguckst, das sieht ja aus wie ein Sleeper aus da drin. Ja, du hast recht, die sehen wirklich sehr eigenartig aus. Vielleicht haben wir das auch falsch interpretiert. Dann sind das nicht die Snatcher, sondern sind einfach nur Sleeper-Kokons. Und dass die Snatcher wirklich andere Viecher sind. Cloud, ja, kommst du rein, haben, oder? Wenn ich die sie haben ja offiziell, habe, sie haben ja offiziell laut Roadmap auch keinen neuen Gegnertyp angekündigt. Das ist richtig. Sie ist ja nur neue Gefahren. Und wir haben, ich sag ja, das mit den Snatcher haben wir falsch interpretiert, weil nur der Schäfer hat ja von dem Snatcher gesprochen. Bis jetzt. Hm. Ich schau nochmal ganz kurz am Terminal nach. Spectral? Mhm. Komm mal wieder her. Das heißt, wo war jetzt die 92? So, wir haben da eine Tür und da. Ach, wir haben drei Security-Türen. Sehr spannend. Mhm. Wir müssen hier ist mal die Powercelle. Wo die Zellen sind. Welche hier Zellen? Ist eine. Ist das nur eine? Liegt nur einer, ja.
Ich muss mal. Im anderen Terminal hat immer die Zellen ist. Generator hier hinten. Deswegen sind da auch so viele überall an der Decke. Das ist das ist ja echt eine geile Passage. Ja, hier kannst du auch. Hier kannst du auch mächtig nach unten fallen. Das heißt, bei der momentanen Auflistung müssten wir rein theoretisch in jede Zone rein. Ja. Ich denke mal, in jeder Zone wird eine Zelle da noch drin sein. Hat einer hier schon einen Generator, Terminal gefunden? Nein. Das war das hier vorne, ja? Ja. Wenn die mal die Karte weiter aufdecken, dann würde ich da mal hingehen. Bin bereits dabei. Okay, wir haben eine Zelle gefunden. Und nicht rüberspringen. Ach du heilige Scheiß. Ah, wir haben die ersten Spezialisten, die A2 gepäht haben. Hallo Natri. Ja. Danke. 192 ist eine Zelle. Ja, habe ich. 194 und 193. Jeweils eine. Also 100, 200. Mehr habe ich nicht. 192, 194 und 193. Okay, klar. Das ist notiert. Was ist denn gepeet? Was ist was? PEN. Was er eben gesagt hat. Prisoner Efficiency bedeutet alle drei Schwierigkeitsgrade in einem Rundown. Okay. Das würde bedeuten, wir müssten jede Zone separat öffnen. Verstehe ich das richtig? Und so wie das aussieht, scheint das so nach dem Motto zu gehen, drei Türen auf einmal öffnen. Oder mindestens zwei. Nee, geht nicht. Beide. Jetzt können wir bloß eine Tür öffnen. Ah, sie haben's. Okay, gut. Ja, dann würde ich als würde ich mit der 92 anfangen. Ja, ich würde mit der 92 anfangen. Wo ist denn die dritte? Achso, das ist. Hier vorne. Hier ist eine und hier sind zwei. Das heißt, wir müssen erstmal die beiden machen und dann machen wir die zum Schluss. Die zwei. Das muss hier, glaube ich, 92 sein. Ja. Nee, das ist 94. Das müsste die 4. Die da vorne? Ich guck mal kurz. Ja, das ist die 94. Wir haben hier 92 und 93. Du hast recht. Okay, ja, ich würde dann wie gesagt eiskalt mich von hinten nach dem Prinzip von hinten nach vorne heißt 92, 93. Ja, ich würde es genau andersrum machen. Du meinst von hinten nach vorne? Wegen den Türen? Ja. Die hier zuerst. Na gut, dann warte so. Die 94 zuerst. Gut. Jetzt muss ich überlegen, die Tür muss offen bleiben, dass wir die noch haben zum Saven. Hier hinten kommen wir nicht rein, warum? Werden die hier hinten spawnen und dann hier rüberlaufen. Das heißt, wir können die Türen hier sichern. Hier werden sie nicht spawnen. Aber hier können sie spawnen. Hier. Oder? Nee. Ah, nee, hier können sie gar nicht spawnen. Das ist alles B. Nee, Entschuldigung, mein Fehler. Das ist alles B.
Das heißt, die können hier spawnen und hier. Oh. Ist ja jetzt gedrückt. B. Das heißt B. Das müsste hier vorne müsste A sein. Wenn hier. Genau, A. B ist angrenzend. Das ist angrenzend. Hier hinten. Entweder kommen sie hier lang oder sie kommen hier lang. Spektralspiel. Ja, also ich würde beide Türen sichern. Ebenfalls auch eine Mine dran. Guck mal, du kannst hier auch gar nicht mehr die Minen direkt auf die Türen richten. Ja, wie gesagt, die werden das Spiel manchen Zacken immer schwerer machen. Weil du musst mal überlegen. C-Form-Granate? Ja. Yeah. Soll ich die andere Tür zunähen? Ich will nochmal ganz gut die Umgebung checken. Ich hab noch 5 Minen. Das hier ist eine große Tür. Das sind beides große Türen. Ich hab übrigens noch 2 für Black 3 Jus. Ja, schäume mal diese Tür. Und die Autoturret würde ich auf Bedarf stellen. Sag mal, sieht der C-Form anders aus oder bilde ich mir das an? Ja, Metacool hat auch noch eins. Dann gebe ich erstmal in Charge die. Mach mal die. Also Nachschäumen ist nicht drin. Du hast noch Sniper drauf. Factual? Was? Wie viel hast du noch der Sniper drauf? Ist die voll? Ich hab jetzt es reicht jetzt. Also 75 oder 80%. Gut, dann würde ich jetzt anfangen zu. Warte. Mela, du musst dann auf Bedarf mal deine Autos stellen, aber nimm sie dann auch mit für den Scan. Ja? Okay, dann losgehen. Schön drinnen stehen bleiben und scannen. Das ist Nummer 1. Don't get flanked! Einmal hast du nicht getroffen. Der Scan geht wieder zurück. Geht hoch. Ab jetzt soll ich aufhören zu C-Form. Tür safe, Achtung, Tür geht auf. Das ist natürlich scheiße, jetzt müssen wir die andere Tür da hinten einkloppen. Ja. Terminal unten. Geht's in B weiter. Das ist eine Kiste. So, ihr habt einen Cheer-Shooter. Es klang so, als wäre ein Shooter wach geworden. Was waren wir jetzt in 94, ne? Ja. Jetzt ist hier 94. Ist jetzt aber noch keine Pflanzen gefunden. Scout Frage, gefunden. Frage, Scout gefunden. Okay. No time. Was das für ein Gegenstand ist.
Werden wir noch rausfinden. Ich würde aber erstmal das Raum clearen, um ehrlich zu sein. Okay, kann ich nicht. Ich traue mich das mit dem Delay nicht zu. Ja. Und da ist nicht gebraucht. Kuglight secured one across the total. Ein E. Soll ich einen Screenshot davon? Beide Pflanzen in E. Cloud, hast du so nett und kurz den Scout, Mann? Das ist schon geil, wenn die Sleeper direkt an der Pflanze stehen. Das ist so richtig so. Boah. Also wenn du die mal übersiehst. Hallo, hallo. Weiter. Also wer auch immer sich das Level ausgedacht hat, der hatte echt ein Fable für Quader. Guckt euch mal die Karte bis jetzt an. Das sind alles nur Quader. Das ist kein Gang, kein gar nichts. Das sind immer nur Quadrate. Versucht mal immer von beiden Seiten ruhig erstmal aufzumachen, wer weiß wofür es mal gut ist. Wenn wir irgendwo aus der Not rausrennen müssen. Dass wir dann noch die Türen zumachen können. Ich höre die Zelle. Ich höre doch die Zelle die ganze Zeit, Bummern. Hä? Ah, ich hab's so. Die ist im Truck drin. Was hast du jetzt auch den Esen pflanzen? Ja, ich bin mit Milan eh. Die Gegner im Anfangsraum sind alle wieder nachgespawnt. Wie viel hast du bei dir? Drei? Vier. Ich will eben den einen wegholen, dann komme ich zu dir. Den vierten nicht, aber also. So. Ich nehme den großen, der da links an der Wand steht.
1, 2, Charge. Und Lit. Ach, hier sind sie doch. Auch wieder in Kisten. Überleg mal, was da drauf steht. Ja, ich hab's mal fotografiert. Huwak oder so, ne? Wir können das ja auch mal. Wir können das. Auch mal queryen bei der nächsten. Hab ich schon. Da steht nur Plan-Sample. Mehr steht nicht dran. Selbst wenn es Queries, ja? Ja, ja. Damit haben sie Zahlen, also, wir zwei was, Türen. Was wir, ja, stimmt. Was wir machen können, ist, wir können diese hier C4, diese Tür, weil dann können wir die offen lassen und für den anderen Scan saven. Das würde ja gehen. Die ist ja trotzdem offen. Ja, die ist ja trotzdem hier offen. Das bringt ja nichts. Also machen wir jetzt beide Türen mit also, zu? Nee, nur eine. Ich würde die kleine nur machen. Wir wissen nicht, wie der Scan läuft. Na bloß, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt die hintere Tür machen, ja? Ja. So. Dann kommen sie ja von hier kommen und irgendwo von hier. Nee, ich würde die hier machen. Die als erstes. Weil wenn wir nachher die hier machen, dann kommen sie wenigstens nur alle aus der Richtung. Die Zelle steckt schon. Aber ist das dann die Zelle wirklich schlau, beide Türen zuzumachen oder nur die hier offen zu lassen für später? Na, später wird's. Da kommen sie dann von hier und von hier. Ja, deswegen würde ich eine doch behalten, oder nicht? Na gut, dann mache ich die andere. Ja, doch, du hast recht. Ich habe beide genommen, sicher. Dann lass uns die Tür offen lassen, die erste. Und die zweite machen wir halt mit C-Foam zu. Hat einer noch eine C-Foam-Granate? Nein. Nein. Gut, dann mache ich die jetzt mit C-Form zu, die hintere. Ist das eine große Tür? Ja, die hintere ist eine große Tür. Ich würde die kleine machen und die große nachher C-Form, die große hält mehr aus. Nee, die mache ich jetzt gleich. Wenn wir jetzt erst die Tür machen, mache ich die große. Na gut, dann mach die große. Weil vielleicht habe ich ja dann noch die Chance, die hier zuzucht schon. Aber hier weiß ich jetzt ganz genau, dass kannst du hier noch eine Mine dran basteln? Irgendwie? Kannst du die... Das ist scheiße. Stell mal die Auto-Sentry. Schon mal vorsichtig... Nee, lass die mal offen, bitte. Ja, ich bin nur auf seinen Gang. Okay, stell mal die Auto-Sentry hier bei mir hin, bitte. Vorsichtshalber schon mal. Gut, alle mal Achtung, es geht los. It's here. Bitte nächstes Mal nochmal fragen, ob alle bereit sind. Ich glaube nicht, dass wir eben bereit waren. Vielleicht gab es noch irgendwas zu klären. Tür ist durchbrochen, Mine ist hochgegangen. Ne, Rest, Hermann. Meine Fresse, wie viel hält denn der aus? Warte, nicht, die Türen stehen noch. Okay, war schnell genug. Der war außerhalb der Reichweite. Der war außerhalb der Reichweite. Keine Hektik machen. Wir haben Zeit. Kein Stress. Gaut, großer Raum.
Zwei Scouts. Einer weniger. Took the scout out. Savage. Ich komme zu dir in deine Richtung. Ah. Medige von 3er Use. Kommt wieder zu dir, Cloud. Nee, geht in die Mitte. Nee, kommt wieder zu mir. Oh, Leute, Spektral, geh da weg. Du kriegst Tentakel. Ich probier mal den Scout. Nice. Oh, war das knapp gerade. Er hat sich gerade geduckt. Scout ist wahr. Scout ist wahr. Oder hast du beide schon tot? Achso, du hast den anderen schon. Ich wusste, ich hab den anderen schon hast oder nicht. Also für A1 sind wir schon ganz schön lange drin, ne? Ne, es ist normal. Wir wissen nicht, wo was ist. Wir gucken uns alles an. Ja, vor allem wir decken ja auch die ganze Zeit alles auf. Decken. Jetzt nicht reden. Aber ich finde so von der generellen Dauer. Also im Vergleich zu den anderen A-Leveln ist das Level riesig, das stimmt. Mela, stell mal deine Sentry in dieselbe Richtung wie meine nach unten vors Auto. Bitte die 92 nicht vorzeitig öffnen, denn. Scout drinnen. Achtung, wir müssen hier noch den Raum clearen. Bevor wir hier den Scan schauen. Jetzt haben wir Besuch von hinten. Oben ist auch noch einer. Alter, da kommen doch die Neuen gar nicht mehr mit klar. Wenn wir jetzt sagen, hier ist auch auf die Spawns abgehört, ist die Spawns. Die Artefakte scheinen nachzuspawnen. Hast du wieder eins gefunden, ja? Nee, ich nicht, aber irgendwer hat gerade eins aufgesammelt. Gut, das war's. Moment, habe ich beide Türen geschäumt. Naja. Ja, die da hinten habe ich geschäumt. Und hier vorne noch. Doch, die vorne habe ich auch noch einmal. Gut. Okay. Sind alle bereit? Moment. Kommen wir zur Tür. Ja, wie gesagt, Cloud, wenn es zu viele war, dann machen eine Pappe auf dem Fußboden. Ja. Achtung, es geht los. Nee, können sie ja nicht. Und selbst wenn wir schießen, ist es weit genug weg. Ich komm mal schick zurück, wegen der Autos natürlich. Tür ist durchbrochen. Nein. Kontakt. Da kommt noch ein bisschen mehr. Scan ist durch. Ich lass die noch zu, Altitude. Okay, die kommen auch oben rüber. Wenn sie da hinten, dann kommen sie oben. Okay, Achtung, Glück auf. Scout scheint bis jetzt allein zu sein.
Ja, komplett alleine bis jetzt. Ich sehe auch hinten keine Gegner. Nein, zwei Scouts. Ah, schön. Einer geht runter. Bei mir ist es Tom, ja. Erneut. Pass auf, unten hat er sich ausgebreitet. Oben ist noch einer. Ja. Unten, das scheiß Vieh. Ich weiß, hat er bestimmt. Nee, alt Jut, klar, Spektral. Bei dir ist nicht drin, nee. Ela, pass auf, wenn der von oben runterkommt, ich bleibe gerade bei dem unten. Kommt hoch. Er läuft rückwärts wieder hoch. Achso, er ist unten. Er ist das down. Sauber. Zweiter ist auch down. Willst du hier mit der Sniper Sentry arbeiten und mit einer Mine oder hast du einen anderen Plan? Keine Ahnung, ich müsste schon ins Bett. Ah, das ist das Teil, was bereits gepostet wurde. Na, dann machen okay. Wir das jetzt hier auf die laute, schnelle Weise. Und dann, so wie wir es eben aus Versehen gemacht haben. Denn da vorne ist noch der Endscan und das war's hoffentlich. Jo, na dann. So, let's go. Cloud? Ja. Ah, einen Shot kann ich dir geben. Gut. Ich hab noch zwei Shots. Irgendwo andere Zugänge, nein? Das war jetzt ein Dreier Cluster Scan, richtig? Ja. Gut. Ja, da kann eigentlich nur hier oben sein. Und ja. Dann würden die Gegner, glaube ich, da oben herkommen. Das heißt, ich mache jetzt hier diese Tür zu. Und die Tür kannst du ja auch grundsätzlich zumachen. Was ist das oben für eine Tür? Eine große. Eine große, dann kommen sie von hier unten. Hier unten ist eine kleine. Nein, Cloud, können sie nicht, weil nur dort oben gibt es einen Zugang, nicht C-Form. HSV, bleib mal stehen. Hier oben ist nur ein Zugang, Cloud, und der ist hier oben. Du kommst ja die Treppe noch runter. Achso, okay, gut, nee. Entschuldigung. Okay, nee, alt Jut. Ich hab nur den Zugang gesehen. Ich will das gleich checken. Doch, die Turret, die hier steht, die musst du mitnehmen. Die hier draußen steht. Die Sniper Sentry. Die musst du bitte mit reinnehmen. Weil wir die Tür hier oben zumachen. Und da kommen sie ja nicht durch. Die Tür geht zu. Ja, ich hab nicht gesehen, dass du hier noch runterkommst. Ja, richtig, stimmt. Dann haben wir aber zwei Zugänge. Hier oben war noch ein Medipack. Noch ein Dreier. Ja, kann ich mitnehmen. Wir wissen auch noch nicht direkt, was dahinter ist. Gut, die Mine passt. Zu sein. Ja, nur eine Mine. Unten die Tür. Ja, und die Mine passt perfekt drauf. Ja. Die kann man perfekt hin platzieren. Schön. Gut. So. Ich wäre bereit. Mal die Auto noch aufstellen, ich habe noch 280 Schuss drin. Lass die mal. Spiel mal. Noch auf, falls wir sie irgendwo brauchen für einen Endscan zum Beispiel. Wir wissen ja nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier fertig sind. Okay, Achtung, ich ziehe. Soweit. Eins. Schlagen an der Tür. Cloud, willst du nachformen? Kann ich noch nicht. Nein, ich meine allgemein die Frage. Das war... Einer geht hoch, einer ist hoch. Ganz oben. Oh, das ist richtig mies. Also muss immer ruhig einer oben bleiben. Sie klopfen unten an der Tür, so wie vorauszusehen. Ich bleibe ja, immer hier unten. Ja, ich bleib unten. Lauft man den Scan ab. Einer der Scans wird nach ganz oben. Einer geht nach ganz oben, zwei gehen nach ganz oben. Hier ist noch geschäumt. Ich mach schon Spektrum. Reicht, brauchst nicht weiter nachschäumen. Ja. Bin oben. Oben klopfen sie auch an. Da ist noch zweite. Ihr habt einen Scan vergessen. Das müssen wir nochmal üben hier mit den Scans.
Nach Spawn R, damit kriegen wir die Zusatzquelle. Boah, der Gelächter. Oh, Doppelkill. Das war's, ihr könnt die Tür öffnen. Das heißt, einer muss immer hier oben bleiben, einer muss immer unten bleiben und zwei laufen. Warte, noch nicht ziehen. Wir wissen nicht, was passiert. Wir sind ja hier. Warte auf Spectral. So, jetzt geht's los. Das wird eine normale Tür sein. Ich bezweifle, dass da ein Alarm jetzt kommt. Weißt du, dass es GTFO ist? Ich sehe den Endscan. Kann ich die Batterie hier lassen, ne? Ja, ich hab sie vorsichtig mitgenommen, weißt du, vielleicht bräuchte man ja irgendwie nochmal. Wir werden das nicht einfach so gehen. Ja, ist richtig. Richtig, da will ich wissen, was los ist. So. Vorsichtshalber werde ich mal. Auch nicht reingehen. Okay, Mermin habe ich nicht. Okay, ich gehe rein. Alle Mann, Achtung. Ja, kann losgehen. Oh, das passt. Perfekt, nice. Schön. Oh, das ist sogar ein Starscream. Juhu! Halt, 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 halt. Karte, 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 Karte. Geht mal raus, geht mal raus, geht mal raus, geht mal raus, geht mal raus. Karte. Einmal ganz kurz aufdecken. Ich mir reicht der grobe Screenshot. Problem ist, ich würde halt näher rangehen. Es gibt zu viele Ebenen, die Karte bringt dann Scheiß. Ja gut, reicht erstmal für mich. Für mich reicht's auch. Okay, ich geh wieder rein. Okay. GG, die Erschaffung. Ja, ich sag, wir haben 3 Stunden, 2,5 bis 3 Stunden. Ah, kacke. Ich guck mal, es teilt sich anders auf. Ist halt ein typisches Anfängerlevel. Booster Progress bei weg. Nochmal nicht wegklicken, bitte. Ich hab's gescreenshottet bis jetzt. A booster progress value exceeded 1.1 will be rewarded with a random booster from the corresponding category. Okay, also das heißt, wir kriegen 2 Booster vom Muted, wir kriegen 1 Booster von Bold, aber wir kriegen von Aggressive keinen. Ich denke mal, die Aggressive, also wenn ich das richtig sehe, die Aggressive haben nur eine halb so starke Spawn Rate. Ich denke mal, die werden auch stärker sein.